Willkommen zum Vorspiel bei Viktoria Köln vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Samstag, 14 Uhr, Sportpark Höhenberg. Hallo Olaf Jansen. Ja, hallo zusammen. Olaf, wir sind noch nicht im Sportpark, wir sind bei unserem Partner Bettensauer. Es steht für 200 Jahre Tradition und guten Schlaf. Jetzt muss man leider sagen, dass wir gegen Duisburg die Anfangsphase ein bisschen verschlafen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir Samstag wieder hellwach ins Spiel gehen. Ja, davon kann man ausgehen. Das stimmt. Da waren wir nicht so griffig am Anfang. Es stand sehr schnell 2-0 für Duisburg. Ja, aber natürlich unzufriedener bin ich mit der Reaktion darauf, dass wir dann nicht zusammengebrochen sind, sondern im Gegenteil dann das Spiel immer mehr in den Griff bekommen haben und es am Ende ja noch zum 2-2 gedreht haben. Würdest du sagen, dass man in solchen Spielen schon merkt, wenn eine Mannschaft kommt, die noch ein bisschen um die Existenz spielt, dass die vielleicht das 1% wacher ist, was jetzt bei Ingolstadt auch der Fall sein könnte? Ja, das muss natürlich nicht sein. Ich glaube, da muss man von Spiel zu Spiel sehen. In dem Spiel war es so, da gebe ich dir recht. Klar ist auch, wie jetzt auch zum Beispiel Ingolstadt, die jetzt kommen, ne, dass es Mannschaften sind, die noch unbedingt Punkte brauchen. Und von daher können wir mal davon ausgehen, dass sie auch mit der entsprechenden, logischerweise, Einstellung dann auch auf dem Platz sind. Wie siehst du den FCI? Sind trotz der Talfahrt in der Rückrunde vor allen Dingen offensiv ganz stark besetzt für Drittligisten, meiner Meinung nach. Ja, die teile ich total. Nicht nur in der Offensive. Sie haben eigentlich eine Top-Mannschaft für die dritte Liga. Sind wirklich sehr, sehr gut besetzt. Sicherlich ein Stück weit verwunderlich, dass sie jetzt noch Punkte brauchen, den Klassenerhalt zu sichern. Aber wir kennen ja die dritte Liga. Die ist verrückt. Und wenn du da nicht immer bei 100% bist, hast du ein Problem. Aber davon können wir ausgehen, dass in Ingolstadt am Wochenende da bei uns dann Vollgas gibt. Moritz Fritz darf nicht Vollgas geben, ist ein Spiel gesperrt nach der roten Karte. Wie schaut es sonst aus im Kader? Ja, sonst sind wir eigentlich ganz gut beisammen. Wir haben noch natürlich mit Moritz Fritz einen, der natürlich fehlen wird. Chris Greger, der seine Verletzung auch noch nicht überwunden haben wird. Ne, das dauert noch ein bisschen. Aber ansonsten muss man sagen, können wir aus dem Vollen schöpfen. Also da gibt es keinen Grund zum Klagen. Vielen Dank, Olaf Jansen. Wir freuen Gerne. uns auf Samstag und zwei Viktoria-Fans dürfen sich ganz besonders freuen, denn wir haben eine besondere Überraschung dank unseres Partners Bettensauer. Der wird ein Boxspringbett aufbauen und zwei Fans haben den Gewinn gezogen und dürfen das Spiel aus dem Bett verfolgen. Da wünschen wir schon jetzt viel Spaß. Vielen Dank, Olaf Jansen. Gerne. Tschüss zusammen.